Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag. Ich habe gerade einen Moment Zeit, habe gedacht, ich muss euch ein richtig, richtig klasse Produkt zeigen. Denn ich habe vor einigen Tagen eine E-Mail bekommen mit Bro Hacks bei TikTok. Und da bin ich auf diese Bro Stamps gekommen. Hab mal bei Amazon geguckt. Das hat mich aber jetzt nicht so angesprochen und dann habe ich ein anderes Produkt entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Und zwar sind es so Eyebrow Stencils. Das sind diese hier. Das ist quasi das Paket dazu. Und da drin enthalten sind solche Augenbrauen. Stencils. Und zwar habt ihr da einige von. Hier drinne ist quasi so ein ganzer Packen mit verschiedenen Augenbrauenformen. Und da ist eigentlich, kann ich mir gut vorstellen, für jeden was dabei. Ich habe jetzt zwei Stück gefunden, die zu meinen Augenbrauen passen würden. Und definitiv ein Favoriten. Und zwar ist das der, den ich euch gerade gezeigt habe, dieser hier. Und ich glaube, das hat 6 € gekostet. Also es war wirklich nicht teuer. Und ich habe gedacht, das muss ich einfach ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, so way, egal, weg damit. Tut nicht weh. Aber ich sage euch, es funktioniert. Und ich bin so, so happy, weil das ist total easy, geht schnell und es schafft jeder. Also ihr habt quasi in diesem Paket diese ganzen verschiedenen Augenbrauenformen. Dazu gibt es noch zwei von solchen Bändern. Das habe ich damit probiert, aber mir gefällt es nicht. Also ihr könnt euch dann quasi hier das Band reinfriemeln. Ich zeige euch das einmal. Und dann kann man sich das um den Kopf machen. Also quasi so. Aber wie ihr seht, das ist so dermaßen eng. Also mir gefällt es nicht. Da quillt richtig die Augenbraue so raus. Könnt ihr das sehen? Also das ist mir definitiv zu eng. Hat mir nicht so gut gefallen. Ich mache es ohne dieses Band. Vielleicht ist mein Kopf einfach zu groß. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habt ihr davon zwei solche Bänder dabei. Falls eins reißt, habt ihr eins in Ersatz. Und ihr habt da noch so einen kleinen Rasierer mit dabei. So einen Eyebrow Shaper. Ja, die habe ich auch von DM in so einem Dreierpack mir mal geholt. Also ich finde diese Augenbrauenrasierer super. Ich rasiere nur noch meine Augenbrauen. Ich zupfe nur hier in der Mitte. Sonst wird nur noch rasiert und geschnitten. Das, was ein bisschen zu lang ist. Aber ich möchte euch jetzt gerne das einmal vorführen. Ich möchte euch zeigen, wie gut das funktioniert. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. So, also als erstes kämme ich mir so ein bisschen hier meine Augenbraue in Form. Dann nehme ich mir hier mein Eyebrow Artist von L'Oréal in der Farbe Light Brunette. Dann lege ich mir das alles bereit. Und ich setze mir diesen Augenbrauenstempel hier quasi, diese Schablone hier gut auf, dass sie gut sitzt. So, und wenn ihr das Gefühl habt, sie sitzt super, dann nehmt ihr euren Stift und strichelt sie einfach schön ein bisschen nach. Und ich finde einfach einfacher, ich finde einfach einfacher, bekommt ihr niemals so eure Augenbrauenform hin. Also ich zumindest nicht. Ich finde, das ist so, so easy. So. Und wie ihr seht, tada, habt ihr eine Augenbraue. Und ich finde, das
ist ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Das geht gar nicht einfacher. Das ist der Wahnsinn. Also ich bin total zufrieden mit dem Produkt. Ich komme damit sehr gut zurecht. Ihr könnt natürlich noch so ein bisschen die Kanten etwas schärfer machen, wenn ihr das möchtet. Einfach so ein bisschen nochmal nachbessern. Und ja, also, was sagt ihr? Ich finde es richtig, richtig super. Ich bin froh, dass ich das gefunden habe. Das gehört einfach mittlerweile zu meiner täglichen Routine schon dazu. Ich lege mir den da auf, streiche mir das eben ein bisschen nach und ja, klappt richtig, richtig gut. Ich zeichne mir jetzt nochmal ganz flott meine zweite Augenbraue an und mache das Ganze im Schnelldurchlauf. Meine Lieben, das war's. Ein richtig, richtig cooler, easy Augenbrauen-Hack, wie ich finde. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Produkt von Amazon, das Eyebrow Stencil Set. Also, es funktioniert. Ich werde es euch sehr gerne in der Infobox verlinken, wenn ihr dort euch mal umschauen möchtet. Ja, wie gesagt, lasse ich euch den Link in der Infobox. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Und dann sehen wir uns mal beim nächsten Video wieder. Bis dahin, habt alle einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.